Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vagrant Story. Wir sind jetzt hier in einem Raum. Wir nennen ihn mal den Raum der Wünsche. Ich wünsche mir, an diese Kiste zu kommen. Okay. Lass mich das mal sehen. Also, wir müssen grundsätzlich eigentlich diesen ganzen Haufen nach rechts schieben. Würde ich sagen. Von der Seite können wir es leider nicht aufmachen, oder? Komm ich wieder hoch hier? Hallo, ich möchte zurück. Danke. Ich bin blind, scheinbar. Was ist mit dem Boden los? Warum ist er schief? Und ich komme hier nicht mehr hoch. Was? Das stimmt eigentlich nicht. Ich will doch einfach nur hier hinten drauf, so. Also ich kann es auch nicht verarschen, das Spiel. Es funktioniert nicht. Okay, also. Wenn wir da zwei kaputt machen, dann hätten wir das auf einer Ebene. Dann bräuchten wir 4, 6, 7 Würfel. 7 Würfel. 2, 4, 7. Okay, wir haben ja genau 7 Würfel. Okay, also wir machen jetzt erstmal das, was wir am einfachsten, was wir am besten können. Wir machen hier mal ein paar Kisten kaputt. Nee, nicht das. Nein. Nein. Ja. Okay, gut, hätten wir das. Ach, jetzt müssen wir da das Zeug hinschieben. Also, wir haben 2. Im Grunde genommen ist das gar nicht mal so verkehrt hier. Wenn ich hier laufe, ist das dann das... Nee. Okay. Die können wir hier machen, wie wir wollen. Ist das jetzt eine Reihe? Ja. Kann man mal so machen, oder? Wir fangen erst mal an. Ich glaube zwar nicht, dass es so einfach ist, wie ich mir das gerade vorstelle, aber... Wir kriegen ihn von da hinten nicht raus. Wir kriegen den nicht aus der Ecke raus. Im besten Fall soll der da bleiben. Im schlimmsten Fall brauchen wir den irgendwie. Also, erstmal gucken. Raster, Raster, Raster. So. Was ist denn, wenn ich das Ding jetzt einfach hier hinterschiebe? Das ist ja jetzt hier gut. So, schiebe ich das einfach mal da dran. Gucken wir mal, was passiert.
Ich glaube, ich habe mir gerade ein Ei gelegt. Das kriege ich. Also 1, 2, 3. Ich überlege gerade. Wartet mal. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich hätte das nicht kaputt machen dürfen. Ich hätte das nach drüben schieben. Ich kann es aber nicht nach drüben schieben. Da waren drei übereinander gestapelt. Nee, ich hätte ihn nicht rechts drauf schieben können. Das geht nicht. Es wäre an sich richtig gewesen, glaube ich, wenn ich nicht den da drauf jetzt geschoben hätte. Das war doof. Weil dann hätte ich nämlich hier das Braune kaputt machen können, hätte es weiterschieben können. Aber so wird das, glaube ich, nichts. Weil dann bräuchte man ja 4. Und wir haben nur noch 4, aber den kriegt man nicht raus da hinten aus der Ecke. Ja, es wäre an sich so schön gewesen, aber ich habe Mist gemacht. Ja, es wäre einfach gewesen. Okay, das wird nichts mehr. Ja, wir müssen wieder hochfahren. Ich weiß, was ich tun soll. Jetzt komme ich immer mehr hier hoch, oder was? Bin ich jetzt hier gefangen? Nicht gefangen hier. Ach nee, gut. Hallo! Ich bin immer noch verflucht. Wie lange bin ich denn verflucht? Ich habe doch hier sogar eine 5 Minuten Pause. Okay. Jetzt machen wir das mal nicht direkt. Also, das Gute war, dass ich jetzt verstanden habe, was ich falsch gemacht habe. Aber es wird sich trotzdem nichts ändern. Ich überlege nur gerade. Diese Schieberätsel sind schon sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ja, hätten wir das. Komme ich wieder hoch jetzt? Ja. So. Okay. Müsste eigentlich auf Kurs sein, gell? Okay. Gut. Wenn ich jetzt noch einen drauf schiebe. Ich glaube, einen können wir noch. So.
da muss jetzt eigentlich eine Kiste hin. Damit wir das dann da so schön weiterschieben können. Noch eins. Halt, stopp. Wartet. Wenn ich da jetzt eine Kiste drauf mache. Dann würden die alle weiter ins Loch rutschen. Dann stimmt das, ja. Okay. Ich bin hier mal gespannt, ob das jetzt hinhaut, hier, was ich hier fabriziere. Okay, gut, jetzt rutschen die alle ins Loch. Noch eins muss ich. Jetzt nach vorn. Okay. Jetzt rutschst du schön ins Loch rein. Noch eins rüber. Ja. Nein, nicht so viel. So. So. Gut, jetzt passt das doch. Tada! So, jetzt muss ich aber ganz kurz noch mal gucken. Haben wir überhaupt Platz für alles, was da drin ist? 6 von 16 passt. Passt. 6 von 8, na gut, 2 Waffen, ja. 2 Ding. Oh! Okay, das ist eher unwahrscheinlich. Das hier wird unser Problem sein, glaube ich. Hatten wir nicht so einen Puspakus-Ohrring schon mal da drin? Beinpanzer. Schutzärmel haben wir halt zweimal. Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, man braucht das. Biest. Jetzt mal ganz im Ernst, brauche ich die beiden Schutzärmel? Ich muss jetzt erstmal den doofen Fluch wegmachen, der geht mir ja voll auf die Nerven. Habe ich vielleicht irgendwas, weiß ich, habe ich einen Zauber? Hundertsiebenunddreißig. Stahl. Schutzärmel sind auch Stahl. Aber es sind nur 135. Mist.
sonst hätte ich die hochgestuft. Ich hätte gern Damaskus, würde ich gern behalten. Ich habe ja zweimal Damaskus. Wir machen einmal einen Schutzärmel klein, glaube ich. Okay. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass hier nicht irgendwas von irgendwas 3 drin ist. Oh Mann, ey, ich hätte es gar nicht kaputt machen müssen. Opalschild und Borgoni-Helm. Ja, Kacke. Ich hätte sich kaputt machen müssen, scheiße. Naja. Oh. Fall ich auch noch ins Loch. Ist ja super. Oh. Wahrscheinlich ist das hier das perfekte Set, was man hier am Ende kriegt. Und ich habe jetzt einfach den Schutzärmel kaputt gemacht. Naja. Irgendwas Dummes muss ja noch passieren. So, jetzt kriegen wir hier nur 1 dazu, dann hat sich das heute richtig gelohnt. Sag ich doch. Gut, hier kommen wir nicht weiter, wir fahren wieder hoch. Und gehen erstmal speichern. Nimm ich mit? Okay, dann nicht. Das kann ja was werden. Hä? Vielleicht schaffe ich doch besser von hier. Oh. Nimm ich mit? Ich komme nicht mehr damit. Okay, also das hier war jetzt praktisch nur, um etwas zu finden, was ich eventuell brauche. Vermute ich mal. Ich lasse mal wieder zurückgehen und speichern. Wir haben jetzt immerhin 1 HP dazu bekommen. Oh. Warte mal, wo war denn das? Da ist eine... Ach so. Krass, da ist eine Giftfalle. Ach, hier ist das ja. Ach, so schlimm. Stimmt, hier ist ja alles. Oh Gott, wenn ich jetzt sterbe da dran, ich sollte mich vielleicht erstmal heilen. Ich meine, verflucht werde ich jetzt sowieso. Bin schon verflucht. Ach, diese auch noch. Ihr braucht euch gar nicht irgendwie hier. Ach, ich habe sogar diesmal getroffen. Kann ich ja eigentlich auch Zauber wirken? Ja. Heilzauber. So, wir sind immer noch paralysiert. Wir müssen uns entparalysieren.
Wieso kann ich eigentlich auch ohne Waffe zaubern? Wahrscheinlich, gell? Heilzauber, habe ich was gegen Paralyse? Gut, ich glaube aber, wir werden uns erstmal teleportieren und zwar zu dieser anderen Ort der Sünde. Weil hier ist nämlich eine Kiste. So. Da stopfen wir jetzt erstmal alles rein, was wir gekriegt haben. Kann ich ja gar nicht, ist ja voll. Mist. Wieso zählen eigentlich Ketten nicht zu Edelsteinen? Voll seltsam. Aber ich habe nur einen Beinpanzer. Kann man nur einen Beinpanzer haben? So. Leder. Was ist denn hier los? Ich bin voll, okay. Tatsächlich, ist das nicht süß. So, jetzt werden wir uns nochmal zu unserem Ausgangsdingsbums teleportieren. Dann werde ich ein bisschen aussortieren. Item. Nein, natürlich nicht. Hatte ich nicht mal eine Dragonerkette? Habe ich die jetzt auch schon aussortiert? Ich hoffe nicht. Wir gucken mal schnell zur Karte. Also. Ja. Kathedrale. Erstes S. Ja. Es sieht äußerst interessant aus. Raum der gequälten Erregung. Hä? Wo waren wir denn eben? Siegel der Akazie, Kampfplatz des Zwiespalts. Da waren wir scheinbar auch schon. Ort der hysterischen Schützen. Da kommen wir da zum EG? Hä? Ich versuche das gerade zu verstehen, was hier eigentlich los ist. Ort der gehäuteten Ketzer. Warum muss man das denn nehmen? Warte mal. So rum? Container safe. Ah, ja.
Sind wir hoch oder runter gefahren? Wir sind doch eigentlich hochgefahren. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Wir werden es auch noch rauskriegen. Irgendwie, keine Ahnung. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und morgen werden wir wahrscheinlich den Todesengel wiedersehen. Bis dann. Tschüss.